So, meine Herren und Damen, Servus und herzlich willkommen bei Hogwarts Legacy. Wir gehen zu Nutty, habe ich ja schon gesagt. Und zwar hier hinten hin. Haben wir hier in der Nähe irgendwo eine Schnellreise, die ich benutzen kann? Das ist Hogsmeade. Das ist der verbotene Wald. Knuddelmuff haben wir ja schon. Aber ich würde gerne in die Nähe eine Schnellreise machen. Hier haben wir nämlich Hogsmeade. Dann gucke ich mal auf die Karte von Hogsmeade. Bevor es zu Nutty geht, möchte ich noch gucken, ob ich mir was gönnen kann in Sachen Baupläne für meinen Raum der Wünsche. Weil auch da möchte ich noch ein bisschen basteln. Diesmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Vielleicht finden wir ja da noch was Passendes. Wäre natürlich mega. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Ein Komposter, ja, das wäre natürlich nice. Ah, ich kann sogar Mondstein selber herstellen. Eine Tränkestation, eine T-förmige sogar. Und hier kann ich Mondstein selber herstellen. Ich überlege gerade. Ja, ich nehme ihn mal mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen an... Schauen wir nochmal nach den Handschuhen. Ja, die lassen wir jetzt mal so vom Design her. Mal gucken, wie das aussieht. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen... Was, wenn Sie den weiche Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Okay. Und jetzt können wir Mondstein selber herstellen. Aber den Tisch müssen wir halt noch platzieren. Rebellion. Den Tisch müssen wir dann noch platzieren. Das machen wir dann später auch. Je nachdem, wie lang die Folge geht. Das ist, glaube ich, ganz nützlich, weil man braucht ja Mondstein in wahrscheinlich sehr hohen Mengen für den Raum der Wünsche. Warum sich?
So. Auf geht's nach Hogsmeade. Jupp. Aber da wollen wir ja gar nicht hin, sondern wir wollen zu Nati. Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? Ah, hier ist auch irgendwas. Revelio. Lass dich in Zukunft vielleicht nicht allzu sehr mitreißen, wenn dir eine holde Dame begegnet. Es wird immer eine andere. Tierwesen sind da, um gegessen zu werden. Was war das? Rookwoods verlieren nicht so leicht. Revelio. Ich weigere! Du wirst sterben! Du versteckst meine Augenbrauen! Tja, ist das mein Problem? Oh, hier ist eine imaginäre Wand anscheinend. Hier geht's nicht weiter. Ich habe anscheinend die Grenze vom Spiel erreicht. Kann das sein? Revelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vorkommt. So. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal.
Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht... Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Alles klar. Ich sage ja immer, Reisen erweitert... Ja, ja. Revelio. Contringo. Oh. Wahrscheinlich hierhin, keine Ahnung. Was das wohl ist? Ach, hier. Na, das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Die Brille so, genau. Das war's. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hmm.
Das müssen wir irgendwie hochkant kriegen. Levioso. Jetzt so. Revelio. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Moment. Das könnte das Tor hochziehen. Ich hab's gesehen. Gut gemacht. Ich bin gleich da. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Easy. Revelio.
ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Vieh fest! Falkenschwinger, kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Ah. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Oh, shit. Ich hoffe, Natti hat keine Probleme. Revelio. Oder muss ich hier lang? Revelio. Ha! Nicht gerade der sicherste Ort. Wingardium Leviosa. Wie sollen wir so eine Entscheidung respektieren können? Revelio. Ha!
Ich hab was. Hallo, Homura. Komm, komm, komm. Revelio. Natti hat es nicht so schwer. Okay, Stufe 2. Revelio. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Levioso! Pass auf! Levioso! Ringo! Ist die Aussicht! Oh, das wird unterhaltsam. Ist das so, als schüttest du ins... Revelio. Alle Homura. Easy. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Komm! Alle Humor! Mach schon!
Richtig geil. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Richtig, richtig geil. Und er braucht Talentpunkte. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Du bist so brav, Wolkenschwinge. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge hier mit Wolkenschwinge wieder. Haut rein. Euer. Oh ja.